Hey Leute, schnappt euch Zettel und Stift. Heute geht es um mathematische Grundlagen und zwar speziell um Brüche. Dabei gehe ich auch auf solche Sonderfälle wie zum Beispiel 5 plus 6 Siebtel oder minus 3 mal 4 Fünftel ein. Außerdem werden wir am Ende des Videos auch nochmal eine Lernstrategie besprechen. Wir fangen an mit Brüche erweitern und kürzen. Wichtig ist erstmal zu wissen, dass oberhalb des Bruchstriches immer der Zähler steht und unten immer der Nenner. Wir erweitern einen Bruch, indem wir mit derselben Zahl multiplizieren, also Zähler mal eine Zahl und Nenner mal dieselbe Zahl. In dem Fall habe ich als Beispiel die 2 genommen. 3 mal 2 sind 6 und 4 mal 2 ist 8. Das Ganze machen wir jetzt hier zum Beispiel nochmal mit der 3. 6 mal 3 ist 18, 3 mal 8 sind 24. Das heißt, wir haben hier 18 24stel. Und jetzt können wir auch noch über das Kurzen sprechen, denn an der Stelle müssen wir einfach nur durch dieselbe Zahl dividieren. Das ist im Prinzip erweitern, nur rückwärts. Also zum Beispiel können wir beide Zahlen durch 6 teilen, da sind wir dann bei 3 Viertel. Wichtig ist zu wissen, dass beim Erweitern kannst du immer mit jeder Zahl multiplizieren. Du kannst dir wirklich eine beliebige Zahl aussuchen, aber beim Dividieren ist das nicht so einfach. Hier nimmt man in der Regel immer Teiler. Man kann theoretisch auch durch 10 rechnen, aber dann hätte man sowas wie 1,8 durch 2,4. Und das ist in den meisten Fällen einfach nicht sinnvoll. Man möchte eigentlich, dass die Brüche immer aus natürlichen Zahlen bestehen. Und dann muss man hier immer durch gemeinsame Teiler dividieren. Am besten wäre hier immer der größte gemeinsame Teiler von diesen beiden Zahlen, also der GGT von 18 und 24, der hier tatsächlich auch 6 ist. Wichtig ist beim Brüche erweitern und kürzen, dass man die Teilbarkeitsregeln kennt. Denn wenn man Brüche hat mit relativ großen Zahlen, dann muss man hier erkennen, dass das hier beides durch 2 teilbar ist. Dann geht man hier die einfachen Teilbarkeitsregeln durch. Die Teilbarkeitsregel der 7 kennt man in der Regel nicht. Deswegen kleiner Tipp von mir, fang erstmal an, diese einfache Zahl in Primfaktoren zu zerlegen, soweit wie du kannst. Das wäre 2 hoch 2. Mal 7 hoch 2 und dann prüfst du einfach, ob die 343 durch 2, 4 oder 7 teilbar ist. Durch 2 und 4 schon mal nicht, weil die letzte Zahl nicht gerade ist, aber dann kannst du direkt die 7 überprüfen. Wenn es nicht durch 2 oder 7 teilbar ist, dann kann man es auch nicht weiter kürzen. Wenn aber in beiden Primfaktorzerlegungen dasselbe steht, zum Beispiel hier 7 Quadrat und hier 7 Quadrat, dann kann man die 7 Quadrat entsprechend kürzen. Wir haben ja schon beim Kürzen darüber gesprochen, man muss durch dieselbe Zahl teilen. Also wenn wir jetzt hier durch 7 Quadrat, also durch 49 teilen, dann fliegt das weg und das weg. Das heißt, wir haben 2 Quadrat durch 7 übrig und 2 zum Quadrat ist 4, also ist das Ganze hier insgesamt 4 Siebtel. Beim zweiten Punkt wollen wir Brüche subtrahieren und addieren. Fangen wir mit dem Addieren an. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir von den beiden Nennern ein gemeinsames Vielfaches bilden. Was auf jeden Fall in 100% aller Fälle geht, ist das Produkt der beiden Nenner, also 2 mal 5. Das Optimalste ist aber immer das kleinste gemeinsame Vielfache. Für den Fall, dass du nicht mehr weißt, wie man das berechnet, habe ich ein Video vorbereitet, kannst du dir hier oben anschauen. Hier ist das KGV tatsächlich auch 10, also manchmal ist es genau auch das Produkt, aber das muss nicht immer der Fall sein. Wenn man das hier hat, dann kann man das erstmal so hinschreiben. Also man hat die Summe von zwei Brüchen, wo hier unten ein gemeinsames Vielfaches steht. In dem Fall hier ist es die 10. Und jetzt müssen wir diese Brüche so erweitern, dass im Nenner die 10 entsteht. Das heißt, wenn wir hier die 2 haben, müssen wir Zähler und Nenner mit 5 erweitern. Das heißt, hier oben 1 mal 5 und hier unten 2 mal 5. Und hier wollen wir auch eine 10 zu stehen haben. Das heißt, wir müssen hier mal 2 und hier mal 2 rechnen. Das heißt, wir haben hier 3 mal 2 durch 5 mal 2. Wenn wir jetzt 1 mal 5, 3 mal 2 und so weiter rechnen, dann haben wir 5 Zehntel plus 6 Zehntel. Und wenn wir zwei Brüche addieren, wo der Nenner gleich ist, also in dem Fall Zehntel, dann addieren sich einfach nur die jeweiligen Zähler, also 5 plus 6. Und das ist genau 11. Der Nenner bleibt dann immer gleich. Abgesehen von dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von 10, kannst du wie gesagt auch andere Vielfache nehmen, wie zum Beispiel 20. Dann musst du hier die Brüche nur entsprechend mit 10 erweitern und hier mit 4 zum Beispiel. Je größer das Vielfache ist, desto größer werden die Zahlen, mit denen du die Brüche erweitern musst. Kannst du an der Stelle auch gerne mal ausprobieren. Für den Fall, dass du das hier irgendwie komisch findest, dass sich die obere Zahl addiert, aber die untere Zahl gleich bleibt, stell dir das einfach mit einer Pizza vor. Also diese 2 Viertel plus diese 2 Viertel sind insgesamt 4 Viertel. Auch hier addiert sich 2 plus 2 zu 4. Aber es sind immer noch Viertel. Du machst ja keine Achtel draus. Vielleicht ist das hier auch eine wichtige Eselsbrücke für dich, um dir das zu merken. So, was passiert, wenn wir eine natürliche Zahl wie die 5 plus 3 Siebtel berechnen wollen? Und hier gibt es einen Trick, den du dir unbedingt merken solltest. Du kannst jede natürliche Zahl, wie zum Beispiel die 5, als 5 Einzel hinschreiben. Das geht einfach immer. Jetzt haben wir wieder dasselbe Problem, was wir eben davor besprochen haben. Wir versuchen einen gemeinsamen Nenner von 1 und 7 zu finden. Naja, und das ist genau 7. Das heißt, wir müssen diesen Bruch, 5 Einzel, mit 7 erweitern. 5 mal 7 ist 35, 1 mal 7 ist 7. Das heißt, wir haben jetzt hier 35 Siebtel plus 3 Siebtel und das sind 38 Siebtel. 1 mal 7 ist hier auch tatsächlich immer das kleinste gemeinsame Vielfache. Wie funktioniert das Ganze jetzt, wenn wir subtrahieren? Also zum Beispiel 12 minus 3 Siebtel. Auch hier machen wir wieder genau den gleichen Trick. Wir schreiben 12 als 12 Einzel hin.
Wir erweitern mit 7, 12 mal 7 ist 84, 1 mal 7 ist 7 und dann haben wir dasselbe Problem, nur dass wir hier statt einem Plus ein Minus zu stehen haben. Und jetzt müssen wir nur 84 minus 3 rechnen, statt 84 plus 3. Das heißt, Minus und Plus ist eigentlich fast genau das Gleiche. Auch hier gilt natürlich wieder genau das Gleiche. Die untere Zahl bleibt immer gleich und bei der oberen Zahl wird subtrahiert oder addiert. Auch hier wieder genau das Bild. Wenn du 4 Viertel hast, dann hast du ein Ganzes und wenn du ein Viertel abziehst, hast du 3 Viertel. Das heißt, die obere Zahl verändert sich, die untere Zahl bleibt gleich. Wie ist das jetzt, wenn wir von einer negativen Zahl eine negative Zahl abziehen? Also minus 4 Fünftel, minus 3 Siebtel. Auch hier ist es im Prinzip erstmal wieder genau das Gleiche. Das Vorzeichen müssen wir am Anfang gar nicht beachten. Wir machen wieder den gemeinsamen Nenner. Auch hier ist es übrigens eine wichtige Heuristik, dass wenn du an irgendeiner Stelle nicht weiterkommst, rechne erstmal so weit, wie du kannst. Mach erstmal das, was du weißt und vergiss dieses Minus am Anfang. Das muss dich ja am Anfang gar nicht weiter beschäftigen. Du kannst ja trotzdem einen Bruch entsprechend erweitern. An der Stelle mit 7 erweitern und den mit 5 erweitern. Dann kommen wir wieder auf 35. Und jetzt kann man sich überlegen, was man mit diesem Minus macht. Wenn das vor dem Bruchstrich steht, kann man sich entscheiden, ob man das nach oben packen möchte oder nach unten packen möchte. Was man aber auf gar keinen Fall machen darf, ist beides. Das heißt, du kannst zum Beispiel minus 28 minus 15 rechnen, das wäre minus 43 durch 35, oder du machst 28 plus 15 und du machst das Minus jeweils nach unten, also hier minus 35 zum Beispiel. Was nicht geht, ist, dass du das Minus hier nach oben machst und hier nach unten machst, also minus 28 und hier minus 35, weil dann ist ja der Nenner nicht mehr gleichnamig. Dann hast du ja hier unten nicht dasselbe zu stehen. Du hast ja hier dann minus 35 und hier plus 35 zu stehen. Das heißt, im Nenner muss wirklich immer genau die gleiche Zahl stehen. Es muss bei beiden minus 35 stehen oder bei beiden plus 35. Genauso wie ich das hier auch habe. Dann kann man das hier unten zusammenziehen und man muss nur die oberen miteinander subtrahieren oder addieren. In beiden Fällen kommt natürlich das gleiche raus und zwar minus 43 35. Auch hier kann man, wenn man möchte, das Minus wieder vor dem Bruch ziehen. Egal ob von oben vor dem Bruch oder von unten vor dem Bruch. Jetzt machen wir das nochmal mit einem Minus mehr. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel ein Minus im Nenner haben. Auch das kann ja passieren. Jetzt gibt es natürlich wieder die Möglichkeit, dieses Minus nach vorne zu ziehen. Und dann würde Minus und Minus zum Beispiel Plus ergeben. Dann hätten wir minus 4 Fünftel plus 3 Siebtel. Aber wir können das Minus auch erstmal wieder völlig ignorieren und erstmal entsprechend erweitern. Wir machen hier Zähler und Nenner jeweils mal 7 und hier jeweils mal 5. Dass wir im Nenner erstmal jeweils die 35 haben. Aber wie gesagt, diese minus 35 und plus 35, das geht nicht. Das heißt, wir müssen entweder hier eine minus 35 machen, das heißt, wir können dieses Minus runterziehen, dann hätten wir 28 minus 15 dividiert durch minus 35, oder wir ziehen dieses Minus hier hoch, das heißt, wir hätten minus 28 durch 35 plus 15 durch 35, oder auch das kann man machen, man kann dieses Minus hier ganz nach oben ziehen. Dann hätten wir minus 28 durch 35 minus minus 15 durch 35. Und jetzt haben wir wieder die 35 unten und das ist jetzt wieder so, wie wir es gewohnt sind. Und jetzt ziehen wir dieses Minus jeweils nach oben. Das heißt, wir haben minus 28 minus minus 15. Und Minus und Minus gibt Plus. Das heißt, wir haben minus 28 plus 15. Und das ist dann insgesamt minus 13 35. Die gute Nachricht ist, dass wir mit Brüche subtrahieren und addieren den schwersten Teil hinter uns haben. Jetzt kommen die leichteren Sachen. Brüche multiplizieren und dividieren. Wobei das Dividieren auch ein bisschen gewohnheitsbedürftig ist. Machen wir erstmal das Leichte, also Brüche multiplizieren. 1/2 mal 3 Fünftel und hier ist es ganz einfach, Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Das heißt, wir machen 1 mal 3 und 2 mal 5. Und das sind dann insgesamt 3 Zehntel. Was ist, wenn wir eine natürliche Zahl, wie zum Beispiel 7 mal 3 Fünftel haben? Dann ist das wieder der übliche Trick, wir machen 7 Eintel mal 3 Fünftel. Übrigens auch, wenn hier ein x steht, kannst du auch sagen, dass es x Eintel mal 3 Fünftel sind. Nur für den Fall, dass du das gerade brauchst. 7 mal 3 ist 21, 1 mal 5 ist 5, 21 Fünftel. Man kann sich natürlich hier auch einfach merken, dass man 7 mal 3 rechnen kann. 3 mal 7 ist 21, also 21 Fünftel. Das heißt, eine natürliche Zahl wird immer mit dem Zähler multipliziert. Dieses 7 Eintel ist einfach nur so eine Eselsbrücke, um sich diese Regel vielleicht ein bisschen besser merken zu können. Wie ist das, wenn wir ein Minus noch mit dabei haben? Dann ist ja diese 7 hier positiv, das heißt, wir haben plus 7 mal minus 3 Fünftel. Jetzt kann man zum Beispiel zuerst die Vorzeichen miteinander multiplizieren. Plus mal Minus ergibt Minus. Und dann 7 mal 3 Fünftel, das haben wir hier schon ausgerechnet, ist 21 Fünftel. Das heißt, du machst an einer Stelle erstmal nur die Vorzeichen und an der anderen Stelle die Zahlen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn du möchtest, kannst du auch dieses Minus hier nach oben ziehen. Und dann wieder plus 7 Eintel, also 7 mal minus 3 ist dann minus 21. Und 1 mal 5 ist 5. Auf jeden Fall sollte das hier dann am Ende rauskommen. Wie ist es jetzt mit Brüche dividieren? Also nehmen wir mal das Beispiel 1/2 durch 3 Viertel. Jetzt kann man das auch so schreiben, also 1/2 dividiert durch 3 Viertel.
Jetzt gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige dir hier an der Stelle erstmal meine Lieblingsmethode. Das äußere Produkt dividiert durch das innere Produkt, also 4 mal 1 dividiert durch 2 mal 3, also insgesamt 4 Sechstel. Eine zweite Methode ist, dass man das hier mit dem Doppelpunkt aufschreibt und dass man den hinteren Bruch einmal umdreht und dann einfach multipliziert. Also in dem Fall statt dividiert durch 3 Viertel mal 4 Drittel. Und dann kann man wieder Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner rechnen. Das wäre dann 4 Sechstel, kann man noch kürzen zu 2 Drittel. Die dritte Möglichkeit ist das über Kreuz multiplizieren. Das heißt, wir haben jetzt hier 1/2 durch 3 Viertel und jetzt müssen wir 1 mal 4 dividiert durch 2 mal 3 rechnen. Und jetzt muss man sich hier an der Stelle aber leider immer merken, was oben stehen muss und was unten stehen muss. Das ist hier bei meiner Methode, wenn man die Pfeile schon mal im Kopf hat, deutlich leichter, weil hier dann automatisch der Bruch hier oben entsteht. Was passiert, wenn man jetzt 1/2 durch 3 rechnet? Jetzt schreiben wir das erstmal vernünftig auf und zwar ohne diesen Doppelpunkt. Also 1/2 dividiert durch 3. Das ist der Hauptnenner und diese 3 schreiben wir jetzt wieder um in diese 3 Eintel. Also den Trick, den wir schon bei der Multiplikation und auch bei der Addition benutzt haben. Und jetzt können wir wieder die übliche Methode machen. Du kannst auch gerne über Kreuz multiplizieren oder mal den Kehrwert rechnen. Das heißt, wir haben 1 mal 1 und 2 mal 3, also insgesamt 1 Sechstel. Machen wir das Ganze nochmal mit ein paar negativen Zahlen, also minus 1/2 dividiert durch 3 durch minus 4. Schreiben wir das wieder als vernünftigen Doppelbruch auf. Dann haben wir hier minus 4 mal minus 1. Minus mal minus ergibt plus. Das heißt, wir haben hier 1 mal 4 ist 4 und 2 mal 3 ist 6, also 4 Sechstel bzw. 2 Drittel. Jetzt machen wir nochmal ein bisschen was mit einem x, damit ihr auch seht, wie das geht. Im Prinzip ist es wieder das Gleiche. Wir schreiben das als vernünftigen Doppelbruch auf. Minus 1/2 dividiert durch 3 durch x minus 4. Auch hier x minus 4 mal minus 1. Denkt dran, wenn hier eine Summe drin steht, dass ihr das in Klammern erstmal schreibt. Und das innere Produkt ist 2 mal 3, also 6. Jetzt müssen wir das hier ausmultiplizieren. Minus 1 mal x ist minus x. Und minus 1 mal minus 4 ist plus 4. Das heißt, wir haben minus x plus 4 dividiert durch 6. Und die meisten mögen das mehr, wenn man das andersrum schreibt, also 4 minus x, wenn man sich dann eines dieser Vorzeichen spart. Wenn man das hier so umschreibt, dann finden das viele ein bisschen ästhetischer. Kommen wir jetzt zum vierten Punkt der Lernstrategie mit den Karteikarten. Du machst hier erstmal eine Vorderseite und eine Rückseite, so wie du es von Karteikarten zum Beispiel beim Vokabellernen gewohnt bist. Und jetzt kann man das natürlich stur auswendig lernen. Es gibt aber auch eine sogenannte Sechsfachmethode. Das heißt, du hast hier 6 Fächer und immer wenn du die Lösung wusstest, dann packst du das in das nächste Fach, also ins zweite. Du kannst dir hier verschiedene Ziele setzen, zum Beispiel pro Tag ein Fach zu lernen oder pro Fach so und so viele Karten. Wenn alle Karteikarten im zweiten Fach sind, dann gehst du hier aufs zweite Fach über. Wenn hier welche falsch sind, werden die zurück ins erste Fach gelegt und alle, die richtig sind, natürlich ins dritte Fach. Nehmen wir mal an, das erste, zweite und dritte Fach ist alles leer, alle sind im vierten Fach. Wenn du jetzt hier irgendwas falsch hast, musst du das immer wieder zurück ins erste Fach. Das heißt, jede Karte, die du irgendwann mal nicht wusstest, die musst du wieder von Anfang an lernen. Das ist deshalb wichtig, dass du das wieder ins erste Fach machst, weil du das ja hier irgendwie in einem mittleren bis Langzeitgedächtnis nicht abspeichern konntest. Und dann ist es ganz wichtig, dass du dem Gehirn hier entsprechend signalisierst, dass diese Vokabel oder dieser Lernstoff besonders wichtig ist, indem du hier diesen Input wieder deutlich erhöhst. Das heißt, bis du es wieder im vierten Fach hast, vergeht ja wieder eine gewisse Zeit und dann musst du es wieder relativ häufig lernen. Wenn du möchtest, kannst du diese Sechsfachmethode auch noch ein bisschen erweitern, indem du eine zweite Sechsfachmethode nochmal aufbaust, die du nur einmal wöchentlich oder von mir aus auch nur einmal monatlich machst. Sobald du nämlich im sechsten Fach drin bist, kannst du das in den Wochenkasten machen und hier gilt wieder das Gleiche. Wenn du es hier im vierten nicht wusstest, kannst du es wieder in den ersten Fach des Wochenkastens machen. Du kannst aber auch ganz streng sein und das wieder direkt in den ersten Tageskasten reinpacken, je nachdem, wie wichtig es dir ist, dass du diese Informationen lernst. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn dir das irgendwie Mehrwert geboten hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniere gerne den Kanal für weitere Inhalte und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.